Und damit wird es Zeit für den 30. und vermutlich letzten Party bei Super Smash Bros. Für den 3DS. Ja Leute, die Zeit ist endlich reif. Denn wir haben gezeigt, was es zu sagen gab. Es gibt abgesehen vom Online-Modus natürlich eigentlich nichts mehr zu zeigen hier im Offline-Modus sozusagen. Und deswegen würde ich mal sagen, ist die Zeit reif, um es mit diesem Part abzuschließen und danach online gegen die ganze Welt, sprich gegen euch, gegen Fremde, wie auch immer, anzutreten. Genau, abgesehen natürlich, es gibt noch irgendwelche DLCs oder Erweiterungen, Updates, neue Charaktere, was auch immer. So. Smash. Der 30. Part, wie sieht der genau aus? Ich habe vor, euch hiermit 6 Charaktere zu präsentieren, die ich persönlich finde, ja doch, sind meine All-Stars. Sprich, es sind 6 Charaktere, die ich sagen würde, in absteigender Reihenfolge. Das sind die Charaktere, mit denen ich am besten fighten kann und vor allem natürlich mit denen ich künftig am besten fighten möchte, wo ich persönlich für mich selber meist Potenzial sehe. Und möchte hiermit in diesem Part euch diese 6 ein bisschen schmackhaft machen. Nun dann kommen wir zu meiner persönlichen Nummer 6. Wer könnte das wohl sein? 3, 2, 1, los! Meine persönliche Nummer 6 und der Schnellsegel von Mexiko, Sonic the Hedgehog. Die ganze Welt, Leute, kennt ihr einen Charakter, der so schnell, so flink und vor allem so gut zu steuern ist? Ich glaube kaum. Da wird sogar Luigi noch sein blaues Wunder erleben. Sonic ist ja nicht unbedingt der stärkste Charakter, vor allem mit normalen Attacken nicht, aber seine Smashs hauen doch ordentlich rein. Wenn er mal treffen würde. Ja, Luigi ist sowieso so eine Nervensäge. Apropos Nervensäge, die Spin-Attacks von Sonic, auch nicht zu unterschätzen. Vor allem kann ich die aus jeder Perspektive einsetzen, auch in Luft und so, kein Problem. Kann so mitunter mal ein bisschen in die Hose gehen und so, das war auch mal ins Ausfliegen, aber das Risiko muss man halt eingehen, wenn man das schnellste im Universum sein will. So, Luigi! Schluss mit lustig, Kumpel. Ja, komm. Und Tschüssikowski. Nein, verdammt. Na, komm schon richtig runter. Er will nicht. Und jetzt Zeit für den Pseudo Super Saiyajin. Super Sonic. Macht so nicht so viel Schaden, vor allem natürlich nicht, wenn der Gegner sowieso gerade frisch zurückgekommen ist. Aber es ist trotzdem ein geiler Move. Wow, Alter. Das, liebe Freunde, ist Sonic the Hedgehog. Wir finden einen der geilsten Charaktere überhaupt hier bei Super Smash Bros. Und, ja, er will nicht mehr. Nö. Ein Sieg muss mir reichen für meine persönliche Nummer 6. Oh yeah! 3, 2, 1, los! Mein Lieblings-Pokémon und meine persönliche Nummer 5, Glurak. Denn ganz ehrlich, was Sonic an Kraft fehlt, das hat Glurak. Vor allem mit seinem Smash-Move, vor allem zur Seite hinweg. Müssen immer gut aufpassen, Leute, wenn auch der trifft, dann hasta la vista. Ja, man, Glurak ist so eine richtige Teufelsbrut, kann ich sagen. Ich meine, gehört zum Schwergewichten und sollte deswegen eigentlich auch ziemlich langsam, also sagen wir mal langsamer als die anderen Charaktere sein. Wie ich aber finde, lässt sich einfach genial spielen. Aber seine Spezialattacke, oder? Sie sind sehr vielfältig. Der Flammenwurf, mit dem man den Gegner auch gut nerven und teilweise auch ein bisschen ablocken kann. Was auch nie vergessen darf, ist natürlich der Zertrümmerer-Move, der zwar nicht so eine hohe Priorität hat, dafür aber, und das ist ganz genial, immer zuletzt trifft. Sprich, es spielt keine Rolle, ob der Gegner euch auch noch dazwischen trifft und so. Glurak steckt es weg, es steckt zwar die Chancepunkte ein, lässt davon aber nicht zurückschrecken. Tja, Freunde, das ist die Power eines wahren Drachen. Wobei, eigentlich nur Feuer-Pokémon. Ja, Mann, das ist Glurak. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass Glurak natürlich selber mal gerne Schaden zufügt. Und dafür hat er 2 Rettungsmove noch reinziehen. Der hier zur Seite, oder? Sowieso ein genialer Move. Kannst du schnell mal in die Hose gehen. Ja. Aber nicht nur der Move, sondern es gibt noch einen
damit du dann gut Schaden machst, und zwar der B nach oben. Also ganz ehrlich, zwei solche Moves, zwei Rettungsmoves, das ist einfach schon fast zu übel. Ist klar. Feuer, Feuer. Ja, er muss einmal draufhauen, ist klar. Naja, spielt mir keine Rolle, er flog sowieso schon mal raus und gleich kommt er nochmal dran. Da kennt er. Oh, wir sind beeilen, hey. Ah, 2 Minuten sind einfach zu kurz. Das, Mann, habt ihr das gesehen, wie schnell der rausflog? Alter! Also, ich habe schon vieles gesehen, aber so schnell? Pui! Tja, Glurak, du bist eine echte Mordsbestie. Ein Kämpfer, der mit Magie und Schwert gleichermaßen begabt umgehen kann. Darin, beziehungsweise natürlich auch Robin aus Fire Emblem 13, sprich Awakening. Tja, tja, Robin, also sprich Darin, meine persönliche Nummer 4, deswegen, ja, weil ich in ihm größeres Potenzial sehe, als zum Beispiel in Glurak oder Sonic, aber ich noch nicht so richtig mit ihm umgehen kann. Das liegt daran, er ist eigentlich ganz so flink wie die anderen Charaktere, hat aber mitunter halt einfach so eine vielfältige einzelne Moves drauf, die mich selber wieder überraschen. Natürlich deswegen auch den Gegnern. Vor allem ganz genial ist, kann natürlich auch seine Attacken aufladen, sein Blitz. Und Kombination mit... Genau, on my mark, mit Chrom sein Ultra Smash und tschüss Zelda! Jo, so mal zum B-Attacken. Natürlich gibt es noch der seitliche B. Also Magie hat er sehr vielfältig drauf, was er so nicht hat. Also sprich, ein unten B-Move ist kein Rettungsmove. Was sowohl für den Spieler als auch für den Gegner verwirrend sein kann, sondern es ist ein Move, was macht Zelda dort? Mit dem er den Gegner Kappe abziehen kann. Eigentlich noch genial, oder? Wenn du so überlegst. So, komm schon, ich will es mal ganz kurz vorführen. Ja, genau. Und was ganz genial vor allem finde, der Um-B-Move. Alter, du springst nach oben, sprich, das ist ein Rettungsmove und du machst Schaden nach unten gleichzeitig. Ich meine, wie krass ist das denn bitte? Tja, Smash Attack hat auch gute drauf. Ja, würde ich mal sagen, also der Charakter hat echt was drauf. Aber wenn ich momentan noch nicht so stark mit ihm bin, noch ein bisschen unflexibel und so, aber mit dem kann man echt geil fighten. Und vor allem halt immer unterschiedliche Moves einsetzen und so. Wow, so knapp. Ja. Wir fliegen gleich noch raus, gar nicht praktisch, und noch ein paar Sekunden, halt durch, da rein! Das war knapp. Yo Leute, soviel zu meiner persönlichen Nummer 4, da rein, der magische Schwertkämpfer! Und damit kommen wir bereits zu meiner Top 3. Der Held Hyrule ist ein richtiger Oldtimer. Es ist Link! Wieso ganz einfach Link ist... Also wie ich sagen muss, ich finde viel besser steuern als Toon Link zum einen mal. Er ist relativ flink, also man kann nicht sagen, dass er irgendwie langsam ist und so. Klar hat er ein paar Schwächen gegenüber anderen Gegnern. Wow. Aber er macht immer guten Schaden und vor allem natürlich durch seine Schwertattacke, durch sein Masterschwert. Eine enorme Reichweite. Das ist vor allem, wie ich finde, ganz genial. Seine B-Attacken sind indes nicht gerade so schadenbringend, aber mitunter können sie den Gegner auch ziemlich auf Distanz halten, beziehungsweise mit dem Boomerang sogar näher holen. Und das kann ja auch ziemlich geile Kombis verursachen. Ich habe vielleicht mit Little Mac gerade ein bisschen... Ja, der falsche Gegner ausgesucht, aber grundsätzlich... Hilfe! Reinhaut, hey! So, man muss vielleicht ein bisschen konzentrieren, bei Little Mac ist das echt vonnöten und vor allem... Alter, der Sprungangriff. Bei Link so übel. Oh, oh, wow. Das war knapp. Nein, Hilfe. Ja, diese Menge ist ein dämlicher Konter. Oh, Alter, von die Fresse. Bums. Verdammt. Na, ah, ich hab den Schlag schon gesehen, bevor er kam. Ja, Kumpel, kann ich auch, wa? Attacken aufladen. Bist nicht der Einzige hier. Ja, komm nur.
Fliegst du es endlich mal raus? Das ist mir sonst ein Graus. Da geht doch. Ja, 2 Minuten echt zu wenig. Ey. Scheiße. Ja, Bomben sowieso. Kann man immer coole Attacken bzw. Kombis machen. Einen Gegner an sich ranholen lassen oder auf Distanz halten. Es gibt so viele Varianten, was man hier machen kann mit Link. Jo, übrigens, Pfeile sind immer gut zu gebrauchen. In der weißen Tunika übrigens. Ich weiß, dass jetzt ein bisschen gelblich aus und so ist, aber eigentlich der weiße Link. Steht ihm aber gut. Tja, so schon zu meiner Nummer 3, Link. In Brawl noch meine Nummer 1, hier meine Nummer 2. Die Rede ist natürlich von Lucario. Denn ganz ehrlich, kennt ihr ein Pokémon, das so viel Schaden austeilen kann Lucario? Vor allem, je mehr Schaden einsteckt, desto stärker wird er. Das Vieh ist einfach so krass drauf und kann natürlich auch noch den Doppelgänger selber, oder Doppelgänger natürlich, selber kontern. Und was er finde, oder denkt, doch, kann ich glaube sogar sein. Was neu ist hier halt im 3DS in Wii U halt, dass er durch die Aurasphäre sogar sein Gegner im Radius drin ist, den automatisch Schaden reinkloppt. Vor allem natürlich auch die Seitwärts-B-Attacke. Je mehr Schaden hat, desto weiter reicht die. Alter, du kannst den Gegner theoretisch aus ganz vielen durchtreffen. Ja, war natürlich immer eine große Fresse, ist ganz klar. Ja, komm nur her. Und bam, der Doppel-Team-Move. Am Rand übrigens immer gut zu empfehlen, weil der Gegner muss irgendwie zurückkehren, wa? In der Regel versucht er sowieso immer dann gleich einen Schaden reinzuwirken und wenn du mit Lucario stehst, das La Vista Baby. Seht ihr, reichen fast. Ja, Mario ist noch ziemlich schnell, der kleine Dicke. Na, das ist nicht so geklappt, wie ich gehabt habe. Und vor allem der A-Untermove, der ist auch so fies bei Lucario. Darauf achten. Du, kann ich immer weiter ausführen in die Luft. Kann theoretisch einmal zum Abfedern und dann zum Angreifen. Oh, das kann jetzt eng werden. So, maximal Aura und jetzt ist er echt am Arsch. Jetzt habe ich so viel Power. Das ist ein normaler Hieb. Und tschüss. Alter, lass niemals zu, dass euer Gegner zu Mega Lucario wird. Der wirft euch raus wie nix. Ja, die macht Aura zusammen mit dem Doppelteam. Also, wenn man das richtig kombiniert, ist Lucario, wie ich finde oder wie ich glaube, so gut wie unschlagbar. Oder vielleicht doch nicht. Meine neue Nummer 1, Freunde, Shulk aus Xenoblade Chronicles. Denn ganz ehrlich, gibt es einen Charakter, der so vielfältig ist wie Shulk? Ich glaube nicht. Einerseits mal die Länge des Monatos, einfach nur übel. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Also du kannst mit dem Monato so viele verschiedene Attribute steigern. Und gut, natürlich sind die anderen für schwächer. Weil zum Beispiel bin ich schneller, dafür ist Verteidigung geringer. Das sehe ich alles sein, weil muss natürlich sein, kann sich in allem besser sein, aber allein die Tatsache, dass du es in der Hand hast, du kannst steuern, was du willst. Und langsam ist er gerade auch nicht, also von dem her, wie ich finde, ich bin so nicht so perfekt drin mit Schulk, das kommt alles noch, ich habe noch so meine Defizite so mit ihm, wie zu Sonic, Lurk und Link, da bin ich schon ziemlich gut mit denen im Kampf, aber trotzdem, ey, Schulk, wie ich finde, hat von allen Charakteren bei Super Smash Bros. Das größte Potenzial und wie ich glaube, seine Zukunftsvision, sprich sein, ja, sein Rückschlag, war, kann man eigentlich sagen. Ich glaube, keine andere irgendwie, ja, so eine Art von Attacke hält so lange wie Shulks. Ich habe das Gefühl, der hält sogar länger als Lucario und so. Das ist natürlich übel, wenn du von der Zeit her denkst. Ach ja, waren das noch Zeiten, Leute. Dunven, Ricky, Rain, Charla, Amelia, die ganze Crew. Oh, Fiora, ganz vergessen, Entschuldigung. Aber bald schon kommt der Xenoblade Chronicles X! Was machst du da? Kann doch auf dem Schild ein bisschen dancen.
Bam! So, okay, wir jetzt gerade den Wurf präsentieren. Den Wurf! Wollte gerade präsentieren. Aua! Was uns aber ganz noch sagen musste, er hat auch Power. Also, unterschätzt soll man das jetzt lieber nicht. So, mal ein bisschen ernsthaft. Shield! Oh yes, man. Schulk, mein neue Nummer 1, wie bereits erwähnt, wie ich finde, ein Charakter, der am meisten Potenzial hat und bei dem man eigentlich nie so sicher sein kann als Gegner. Was macht der Typ jetzt? In diesem Sinne, meine Top 6. Das waren sie also, meine persönliche Top 6 hier bei Super Smash Bros. 4 bzw. 3DS und Wii U. Schulk, oder gerade links an, Schulk, Lucario, Link, Darain, Glurak und Sonic. Natürlich gibt es noch andere Charaktere, mit denen man gut fighten kann, wie zum Beispiel hier Captain Falcon. Dann hatten wir noch Pit, geht auch noch einigermaßen, beziehungsweise Dark Pit geht noch gut, weil sowieso ist Dark in diesem Sinne. Zero Suit Samus, auch geil, Bowser, Mario, Lucina, aber wie ich finde, sind die sechs, es sind einfach sechs Charaktere, mit denen ich finde, bin ich am unterhaltsamsten auch, am abwechslungsreichsten und sehe ich die Zukunft bei mir am größten Potenzial. Naja, zumindest aktuell noch, wa? Die Mii-Kämpfe habe ich jetzt extra nicht dazu genommen, weil, wie ich finde, ja, die Mii sind natürlich auch einzelne Kämpfe, so kann man ja auch erwähnen, aber wie gesagt, du kannst theoretisch unendliche Mii's haben. Was soll denn aber sagen? Ja, heute ist das mein Mii, das nächste Mal ist der mein Lieblings-Mii und so. Wäre ein bisschen doof. Deswegen wollte ich das Originalraster haben, einfach die originalen Super Smash Charakteren ohne Mii in diesem Sinne. Ja, wollte gerade noch Ding sagen, Nintendo Charaktere, weil Sonic ja Sega ist in dem her. Tja, so viel dazu. Ansonsten, wie auch schon erwähnt am Anfang des Parts, vielleicht gibt es noch weitere Parts davon, aber vermutlich eher weniger. Weil ganz ehrlich, wenn es keine DLCs mehr gibt, keine neuen Charaktere, okay, Mewtwo wurde angekündigt, aber das kann ich nachher auf der Wii U noch zeigen. Was ich eventuell noch machen werde, ist halt hier noch zu zeigen, was alles gemacht hat mit Meilensteinen, Trophäen etc. etc. Dass da irgendwann mal noch Abschlusspart bringt und irgendwie, ja, ich habe alles gesammelt und so. Zieht's euch rein, so sieht's aus. Und so weiter und so fort. Ansonsten im Großen und Ganzen, das Spiel ist genial. Ich würde es jedem empfehlen, auch wenn noch kein Super Smash Bros. Fan ist. Weil einfach dieses Gekloppe jetzt halt auf dem Handheld drauf, das. Sorry, aber das muss man einfach mal gezockt haben. Ich finde es so genial, hey, also kaum vorstellbar, wie das noch zu toppen sein soll. Ja, zum Abschluss noch, Audiothek, habe bereits ein paar Mucke ausgesucht, Favoriten und so. Passt ihm noch gut, wa? Ja, wir haben dabei. Ja, das ist auch nicht schlecht. Welche ich persönlich am besten finde, sind die hier. Gut, das ist sowieso klar, war der Zelda-Mucke. Vor mit der E-Gitarre, hey, Alter. Ach ja, Skyward Sword, auch geiles Game. Und die Mucke erst. Wo hatten wir die anderen noch? Gut, das geht ja auch dazu. Du, ganz kurz noch als Favorit gestempelt. Was hatten wir sonst noch? Die Pokémon-Kampfmusik aus X und Y. Yeah, man, die ist ja so geil. Yeah, yeah, yeah. Was wollte ich gerade noch machen? Ah. Xenoblade Chronicles. Wie oft haben wir die im Let's Play gehört, Leute? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, ich kann gar nicht mehr mitsehen. Das war so oft. Und die ja vor allem. Yeah, die Mucke, Mann, die geht so rein. Oh Mann, ey, Sonic ist so schnell. Du. Oh Mann, ey. Damals im Trailer nach der Super Smash Bros. Brawl, damit Sonic mit der Mucke, das war einfach übelst der Hammer. Yeah. Ja, zum Abschluss bleibt mir noch eins zu sagen. Danke fürs Zusehen bei diesen 30 Parts. Wie bereits erwähnt, online könnt ihr gerne mich herausfordern und mich hinzufügen. Auf dem 3DS momentan
wenn ich da Let's Plays aufnehme auf dem 3DS, wäre der, sag schon wieder, die Network ID, genau. Die wäre Michael Desain 88, ansonsten auf der Wii U, also spiele ich auf meiner schwarzen Wii U, plus privaten 3DS, wäre es Michael Desain ohne 88. Ja, weil ich da halt zwei 3DS haben muss, der eine XL und der andere halt nochmal zum Aufnehmen, weil XL Einsparung ging noch nicht oder geht ihm noch nicht ganz. Deswegen war das noch nicht so möglich und muss mir halt zwei Network-IDs anschaffen. Genau, können gerne rausfahren und so, Freundschaftsanfragen schicken, kein Problem, ansonsten wird es halt die Online-Parts kommen nächsten Tagen, Wochen und dann, ja, natürlich Fotosweise gegen euch, aber natürlich auch sonst gegen den Rest im Internet. Tja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und mit dieser Musik zum Ausklang. Bis zum nächsten Let's Play und natürlich auch bis zum nächsten Let's Smash online. Wie auch immer. Ciao zusammen!